Ich erteile das Wort dem Kollegen Gregor Gysi für die PDS-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte zunächst meinen ganz ehrlichen Respekt dafür zum Ausdruck bringen, dass der Bundestag hier in eigener Souveränität doch noch und das sozusagen ganz kurzfristig sich entschieden hat zu dieser Debatte. Ich finde, das ist würdig für das Haus, dass wir hier nicht im Rahmen einer GO-Debatte das verhindert haben. Und deshalb nehmen wir selbstverständlich unseren Antrag auch zurück. Ich kann die Argumente, die hier genannt worden sind, zu einem Großteil nicht teilen. Und vor allen Dingen sind viele Fragen gar nicht angesprochen worden. So zum Beispiel die Frage, was ist eigentlich die rechtliche Grundlage für den Krieg, der gestern begonnen hat? Sie alle wissen, dass die UN-Charta, ich komme darauf zurück, Sie alle wissen, dass die UN-Charta nur zwei Fälle des berechtigten militärischen Eingreifens kennt. Den Fall der Selbstverteidigung oder kollektiven Selbstverteidigung im Rahmen eines Bündnisses oder den Fall, dass der UN-Sicherheitsrat und kein anderer, nur er besitzt das Gewaltmonopol, was aus guten Gründen nach 1945 so festgelegt worden ist, anordnet, dass zur Herstellung des Friedens militärische Maßnahmen einzusetzen sind. Beide Voraussetzungen, meine Damen und Herren, beide Voraussetzungen liegen nicht vor. Die Bundesrepublik Jugoslawien, wie auch immer die inneren Zustände zu beurteilen sind, hat kein anderes Land angegriffen. Deshalb liegt kein Fall einer Selbstverteidigung oder kollektiven Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta vor. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass der UN-Sicherheitsrat keine militärischen Maßnahmen nach der anderen Möglichkeit, nämlich dem Kapitel 7 der UN-Charta, beschlossen hat. Und dass er sich sogar ausdrücklich vorbehalten hat, über die weitere Situation zu beraten und zu entscheiden. Und die NATO hat ihm diese Entscheidung aus der Hand genommen, sich damit von der UNO abgekoppelt. Und ich sage Ihnen, das zerstört eine Weltordnung. Aber es schafft keine neue. Ich kann mir auch eine bessere Weltordnung vorstellen als die, die wir haben. Aber die jetzige, ja, aber die jetzige zu beseitigen, ohne eine neue zu haben, ich sage Ihnen, das wird Europa und die Welt sehr grundsätzlich verändern. Was glauben Sie denn, wie andere Staaten in Zukunft auf die UN-Charta noch Rücksicht nehmen werden, wenn erstmal die NATO und auch die Bundesrepublik Deutschland bewiesen hat, dass sie bereit ist, sie zu ignorieren und dennoch militärisch aktiv zu werden, und zwar in Form eines Krieges. Und juristisch, auch wenn es Sie sehr ärgert, wenn man einen Krieg führt, ohne selbst angegriffen worden zu sein, dann ist es ein Angriffskrieg und kein Verteidigungskrieg. Und genau diesen verbietet das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Auch dagegen haben wir verstoßen. Und da sprechen Sie von der Sicherheit unserer Soldaten. Ich finde, die größte Unsicherheit ist, sie in einen Krieg zu schicken, der weder völkerrechtlich noch vom Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland her legitimiert ist. Dazu kann ich gerne was sagen. Ich spreche jetzt über die selektive Wahrnehmung humanitärer Katastrophen. Die Situation ist doch in Wirklichkeit nicht neu. Es gab schon ganz häufig auch bewaffnete Bewegungen von Bevölkerungsgruppen, die aus einem Staatenverband ausscheiden wollten. Auch die Bundesrepublik Deutschland, wie andere Staaten auch, haben sich dort sehr unterschiedlich verhalten. Ich erinnere Sie an ein noch viel verbrecherisches Regime, an das Pol Pot-Regime. Damals griff Vietnam ein. Das wurde international verurteilt mit dem Hinweis darauf, auch das kambodschanische Volk, solange Kambodscha keinen anderen Staat angegriffen hat, muss sich selbst befreien. Das rechtfertigt keinen Angriff durch Vietnam auf Kambodscha. Das war damals die Argumentation. Der US-Präsident ist jetzt in seinem eigenen Senat gefragt worden, warum nicht in Kaschmir, warum nicht in Burundi, warum gerade beim Kosovo in Jugoslawien. Und er hat gesagt, dort haben wir andere Interessen. Und das ist zum Beispiel eine Begründung, von der ich finde, dass sie mit Moral nichts zu tun hat. Wenn, dann müssen Menschenrechte universal gelten. Südafrika
hat über Jahrzehnte die große Mehrheit der Bevölkerung nicht nur unterdrückt, nicht nur der einfachsten Menschenrechte beraubt, sondern auch massakriert. Nicht mal zu einem Wirtschaftsboykott konnte sich die Bundesrepublik Deutschland entschließen. Die Deutsche Bank und andere haben dort weiter große Geschäfte gemacht. Und was passiert denn seit Jahrzehnten und Jahren in der Türkei? Sie wissen, dass die Rechte der Kurdinnen und Kurden erheblich beeinträchtigt werden. Sie wissen, dass die nicht mal das Recht auf eigene Sprache und eigene Kultur haben. Sie wissen, dass auch dort Militär und Polizei massakriert, dass es auch militärische Gegenbewegungen gibt. Und ich kritisiere die PKK auch, das ist nicht die Frage. Aber entstanden ist sie erstmal aus der Unterdrückung des kurdischen Volkes. Das ist auch eine Tatsache. Und die Türkei ist Partner des Bündnisses, Partner der NATO, die jetzt sagt, aus humanitären Gründen müsste sie in Jugoslawien, gegen Jugoslawien, einen Angriffskrieg starten. Wie selektiv wollen wir denn diese Probleme in der Welt wahrnehmen? Und damit ich hier nicht missverstanden werde, wenn wir eines Tages auf die Idee kommen sollten, in die Türkei sozusagen deshalb einzumarschieren, wäre ich auch dagegen, um das ganz klar zu sagen. Aber ich will Sie darauf aufmerksam machen, wie selektiv die Wahrnehmung ist. Gestatten Sie mir noch zwei Sätze. Sie sagen immer, der Krieg richtet sich gegen Milosevic und nicht gegen das serbische Volk. Verstehen Sie, das sagt sich so leicht. Aber die Tatsachen sind doch andere. Was glauben Sie denn, wenn gestern die Bomber das Wasserwerk in Belgrad zerstört haben, wer dann kein Wasser hat? Die serbische Bevölkerung oder Milosevic? Ich kann Ihnen garantieren, Milosevic hat noch lange Wasser. Und wer werden die Toten sein? Das werden Frauen, das werden Kinder, das werden Soldaten sein, darunter sehr viele Wehrpflichtige, die haben gar keine Chance, nicht zur Armee zu gehen. Auch in Jugoslawien. Nicht Milosevic. Nein, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, ein solcher Krieg richtet sich immer gegen die Bevölkerung und nicht gegen einen einzelnen Diktator. So einen Krieg hat es noch nicht gegeben, weder im Irak, noch wird es ihn in Jugoslawien geben. Und das macht mir alles größte Sorgen, muss ich Ihnen sagen. Und lassen Sie mich noch hinzufügen, als letztes, weil die Zeit um ist, lassen Sie mich das noch sagen. Ich verstehe auch Folgendes nicht. Hier wird immer gesagt, Milosevic ist völlig irrational. Der kalkuliert den Krieg mit ein. Er trägt die alleinige Verantwortung. Und was ist das politische Ziel? Da wird mir gesagt, nach 1, 2, 3 Bomben wird der Mann plötzlich rational, dann denkt er plötzlich an sein Volk, dann unterschreibt er und damit ist der Krieg beendet. Also eine von beiden Thesen kann doch nur stimmen. Wenn er so ein irrationaler Diktator ist, wenn er sein eigenes Volk opfert, wie es mir die Regierung, wie es mir viele Fraktionen sagen, ja, wie kommen Sie denn dann darauf, dass der nach 2, 3 Tagen unterschreiben würde? Und wenn er es nicht macht, ja, was denn dann? Was ist denn dann die politische Lösung? Das haben Sie noch nie gesagt, außer dass Sie auf eine Unterschrift von Milosevic hoffen. Ich erwarte die nicht, das muss ich Ihnen ganz ernsthaft sagen. Und mein letzter Satz, mit Bomben verhindert man keine humanitären Katastrophen, man verschärft sie nur. Und Deutschland hat in diesem Jahrhundert überhaupt kein Recht mehr, Bomben auf Belgrad zu werfen.